meine Lieben, ich grüße euch. Ja, ich nehme euch mal ein bisschen mit auf eine wunderbare Winter Wonderland Wanderung. Und da ich immer in Verbindung mit der geistigen Welt bin und gerade wenn ich in die Stille gehe, wie jetzt hier, schaut euch das an. Herrlich, oder? Stille. Man hört nur so ein bisschen die Windräder, die dort hinten stehen. Ich weiß gar nicht, ob man sie sieht. Wahrscheinlich nicht. Da hört man sie ein bisschen laufen. Aber ansonsten ist alles wunderbar ruhig. Und das ist auch, ja, eigentlich einer der besten Momente, die wir haben können, um mit der geistigen Welt in Verbindung zu gehen. Entschuldigt, ich kann nicht so gut sprechen. Meine Wangen sind ein wenig eingefroren, weil es halt sehr, sehr kalt ist. Aber das macht das Sprechen dann immer ein bisschen schwieriger. Also ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich muss meine Haare hier aus der Mütze nehmen. Das nervt mich dann. Das zieht mir immer so hinten am Ansatz von den Haaren, wenn er sich verhakt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Es wird ein paar Wackelbilder geben. Klar, ich bin hier am Laufen. Und ich werde auch ein bisschen schnaufen, weil der Schnee, wir haben mindestens 25 cm Neuschnee gekriegt. Das ist natürlich schon anstrengend. Ihr kennt das ja, wenn man durch Schnee läuft, gell? Das ist ähnlich wie auch am Strand, wenn man so durch Sand läuft. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Also ihr müsst ein bisschen mit meinem Schnaufen und Keuchen zurechtkommen. Oh, sehr schön. Aber erstens mal ist es eine wunderbare Landschaft. Und ich habe gerade von der geistigen Welt auch so den Impuls bekommen, euch wieder ein bisschen was zu berichten über die geistige Welt. Und euch daran teilhaben zu lassen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir alle Seelenwesen sind, Energiewesen. Wir alle sind Seelen, die menschliche Erfahrungen machen. Und in uns allen ist eine natürliche, ich muss mal meinen Arm wechseln, eine natürliche Medialität angelegt. In jedem von uns. Denn schließlich kommen wir von dort. Und wir kehren auch eines Tages wieder dorthin zurück. Wir alle sind medial. Und das hast du vielleicht selbst schon erlebt, indem du auf einmal gespürt hast, du warst im Auto, hast im Auto gesessen und auf einmal hast du gedacht, oh Gott, ich muss bremsen. Und dann hüpfte das Reh von einer Seite auf die andere Seite und wenn du nicht gebremst hättest, hättest du es bekommen, hättest du vielleicht einen Unfall gebaut. Dann fragst du dich, woher habe ich das gewusst? Wieso habe ich da jetzt so intuitiv gewusst, ich muss bremsen? Weil du mit der geistigen Welt verbunden bist. Du hast eine Intuition, die dir dabei hilft. Das ist deine Anbindung, ein höheres Selbst. Du bist eigentlich immer verbunden mit der geistigen Welt. Dein Hauptseelenanteil verbleibt in der geistigen Welt. Du bist mit dem einen Fuß eigentlich im geistigen Reich und mit dem anderen hier. Und bist immer verbunden wie über ein WLAN, sag ich mal, mit einem Router. Immer im Connect. Immer verbunden. Alles, was ich hier sage, kann mit dir in Resonanz gehen. Da freue ich mich, muss es aber nicht. Das ist meine Wahrheit, die ich durch die Arbeit mit der geistigen Welt tagtäglich erfahre. Also, wir alle haben eine natürliche Medialität, aber nicht jeder hat die gleiche Medialität. Jeder ist in seinem Bewusstseinsstand, Anlage anders ausgeprägt. Und das ist nichts, was schlecht ist. Jeder ist individuell. Jeder hat seine Talente mitgebracht hier auf Erden, die er braucht. Wenn ich jetzt spreche davon, ich als Medium habe eine über das natürlich Medialsein heraus angelegte Medialität, heißt das nicht, dass ich etwas Besseres bin. Das ist ganz klar. Es heißt nur, dass in mir die Empfangsanlage stärker ausgeprägt ist, weil ich mit dieser Medialität
eine Aufgabe auf Erden erfülle. So bin ich handwerklich total unbegabt. Diese Anlage ist in mir nicht angelegt. Also ich soll kein Schreiner werden oder soll Häuser bauen, weil das wäre ein Riesenfiasko. Weil ich kriege noch keinen Nagel gerade in die Wand geschlagen, während eine Freundin von mir ganze Häuser renoviert. Und ich immer denke, wie macht die das? Das ist der Wahnsinn. Die schleift Türen ab, die macht Parkettböden, die macht, wie sagt man, gipst. Die macht alle Wände wieder gerade. Wie macht die das? Ich kann das nicht. Aber natürlich kann ich auch an einen krummen Nagel ein Bild hängen. Das Bild hängt vielleicht krumm, aber das geht auch. Und so hat jeder unterschiedliche Talente, die er nutzen kann. Meines ist die Medialität. Ich habe eine sehr gute Anlage in zweierlei Hinsicht. Wenn ich jetzt Anlage sage, meine ich das zum Beispiel auch eine gute Antenne. Stellt euch ein bisschen vor wie bei einem Radiosender, Radioantenne. Umso stärker deine Empfangsanlage ist und umso näher du an der Sendestation bist, verbunden bist, umso besser ist die Qualität der Musik, der Moderatoren, die da sprechen. Verstehst du alles bis ins Kleinste, kannst jede feine Nuance erkennen, kannst das wunderbar hören. Und wenn du vielleicht eine Anlage hast, die nicht so gut ausgeprägt ist, also die Antenne ist nicht so gut und du bist vielleicht sogar ein gutes Stück weiter weg, bist nicht so nah an dem Sender, dann hörst du nur ein Rauschen, mal gar nichts, hörst nur alles abgehackt oder es rauscht nur, du kannst es nicht richtig verstehen und dadurch auch nicht richtig wahrnehmen. Es ist so, dass das alles, ja, kein, wie soll ich das sagen, das heißt nicht, dass ich erleuchteter bin. Ich kann halt nur dadurch, dass ich so eine starke Empfangsanlage und Sendeanlage, sage ich mal, habe, weil das bei mir so angelegt ist, Dinge viel besser verstehen. Ich bin viel näher dran. Ich habe eine viel höhere Qualität für das, was kommt. Aber das ist eine Luxusausstattung, die ich bekommen habe, um euch ja auch ein Stück weit zu zeigen, dass eure Liebsten da sind. Und so ist das in jedem mehr oder weniger angelegt. Es ist bei mir zum Beispiel auch so, dass ich sage, Mensch, so wenn Mathematiker die Welt in eine einzige Formel so pressen können und zeigen können, das ist die Grundstruktur, mathematisch gesehen, und das erklärt die Welt, wo ich denke immer, wow, Wahnsinn. Ich meine, ich kann Plus und Minus, ich kann multiplizieren, ich kann dividieren, aber dann hört es auch schon auf. Ja, ich kann keine Wurzel aus, weiß was ich, 20 hoch 25 ziehen, keine Ahnung, und verstehe auch diese Sprache nicht. Aber dafür gibt es ja diese Leute. Jeder hat sein Talent mitgebracht. Und ich bin jetzt nicht eifersüchtig darauf oder sage, oh, der ist aber jetzt was Besseres, weil er das mathematisch erklären kann. Nein, wir sind alle irgendwo gleich, nur mit anderen Anlagen. Und das sollte uns mal bewusst sein, dass wir voneinander, miteinander partizipieren, dass wir ein Miteinander haben. Das wäre wichtig. Und wo wir gerade so bei der Anlage sind, für mich ist es wichtig, dass ihr wisst, dass die geistige Welt ein Ort der Liebe, des Lichtes ist und dass alle Seelen dorthin zurückkehren, dass keiner hier gefangen bleibt und dass keiner an einen Ort kommt, der Horror ist oder schlecht ist oder böse, dunkel. Wie kommen denn jetzt solche Interpretationsfehler zustande? Als erstes ist es mal wichtig, schaut euch Medien an, wenn die sagen, oh, hier, da ist in einem, an einem Ort, der ist dunkel und dem geht es nicht gut und der ist da gefangen und muss da jetzt seine Strafe verbüßen, was auch immer. Kann es ja vielleicht sein, schaut euch das genau an,
dass das Medium einfach keine so gute, ausgebaute Antenne hat, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, oder Empfangsanlage hat. Es kann sich ja auch um eine Erinnerung des Vorausgegangenen handeln. Vielleicht hat jemand zu Lebzeiten diese Vorstellung von ja, dem Tod gehabt. Er hat Angst gehabt, er kommt an einen dunklen Ort und da ist er gefangen und da ist kein Licht und da ist keine Liebe und es geht ihm nicht gut dort. Und überträgt das falsch, weil die Anlagen nicht so dementsprechend ausgebaut sind. Und das kannst du dir auch nicht antrainieren. Das kannst du auch nicht anlernen. Diese Anlage hast du oder hast du nicht. Natürlich musst du üben, ganz klar. Auch ich musste üben, das Vokabular zu verstehen, was meine Vorausgegangenen, also mit denen ich kommuniziere, mir beigebracht haben, meine geistigen Lehrer mir beigebracht haben, mir geholfen haben, das zu übersetzen. Aber ich kann das in einer ganz anderen Qualität machen, weil meine Anlage so stark ist. Und das kann ich ja auch beweisen in den Kontakten. Wenn ihr meine Rezensionen lest, seht ihr ja, was die Menschen schreiben, was ich ihnen alles übertragen habe. Vielleicht hat also dieses Medium, das sowas behauptet, eine alte Erfahrung bzw. ein Denken, was der Mensch zu Lebzeiten hatte, aufgeschnappt, schon richtig. Also das heißt, die Worte, die es gewählt hat, hat vielleicht der Vorausgegangene wirklich so gedacht, aber es kann es nicht richtig interpretieren, weil es nicht richtig empfängt, weil es Qualitätsunterschiede gibt im Empfangsgerät. Ja. Ich meine, wenn du ein Stück Schießdraht nimmst, da kannst du auch Radioempfang haben, aber mit einer guten Anlage, die du hast, kannst du viel klarer empfangen, noch viel mehr Sender empfangen, noch viel mehr Frequenzen empfangen, wie nur mit dem Schießdraht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und spiegelt so die Ängste wider, die der zu Lebzeiten gehabt hat, was eigentlich ja richtig ist von der Übersetzung her, in dem Sinn, dass das so war, aber es nicht richtig ist, dass es dort so ist, weil es das fehlinterpretiert, das Medium, weil es das nicht konkret empfangen kann. Versteht ihr, was ich meine? Natürlich, es gibt viele unterschiedliche Meinungen und wenn du verschiedene Medien, die ansiehst, hat jeder eine andere Ansicht. Und das ist ja auch irgendwo wichtig, weil jeder Mensch ist anders. Und wir wollen ja eigentlich als Medien eins zeigen, dass es ein Leben nach dem Leben gibt, dass wir uns alle wiedersehen. Deswegen gibt es unterschiedliche Meinungen, damit wir auf unterschiedlichen Ebenen abgeholt werden, so wie es unterschiedliche Religionen gibt, die auf eine gewisse Art und Weise eigentlich alle dasselbe sagen. Es gibt ja einen Ort, an den wir eines Tages gehen. Es gibt Allah, es gibt Mohammed, es gibt Gott, es gibt Buddha, es gibt tausend andere Götter. Bei Hindis ist das, glaube ich, weiß gar nicht, die haben hunderte von Göttern. Aber im Endeffekt ist es immer so eine uns übergeordnete Macht, was man auch wieder aufpassen muss. Macht heißt so, ja, man kann seine Macht missbrauchen oder man kann Macht als schlecht sehen. Ich glaube an Gott und an das Universelle. Ich glaube aber auch genauso an die Natur, weil ich mich darin bewege, weil ich ein Teil dieser Natur bin. Also für mich ist das so ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Göttlichkeit, Natürlichkeit, angebunden sein, eins sein. Ich mag Teile aus dem Buddhismus sehr. Ich nehme mir immer so ein bisschen das raus, was ich brauche, ja. Aber auch hier haben wir unterschiedliche Ansichten, weil Menschen unterschiedlich gestrickt sind. Wichtig ist aber, dass ihr genau überprüft, kann dieses Medium das auch ganz genau belegen? Wie genau sind die Durchsagen, die es macht? Ja? Wie genau sind die Durchsagen? Sind sie stimmig? Sind sie passend? Ist es auch wirklich etwas, was ja, zeigt, dass es der liebste Vorausgegangene ist? Wenn ich jetzt zum Beispiel, habe gestern einen ganz tollen Kontakt gehabt mit, gestern war Vatertag, sag ich. Gestern hatte ich nur Väter in der Kommunikation. Da war jemand, der hat dann auch gesagt, ich habe ein hellblaues Hemd mit Streifen gehabt, mit Karo-Streifen. Also, nicht Karo-Streifen, kariert. Das Dach ist nicht fertig geworden. Ich konnte das Dach nicht ausbauen und es war wirklich so, da wollte der Bruder noch einziehen. Und das Dach sollte ausgebaut werden, aber leider ist der Papa krank geworden. Oder ein anderer Vater sagte, ich hatte eine Embolie,
im Urlaubsort oder dort, wo ich war. Und der Sohn sagte, das habe ich mir gedacht. Ich habe das gewusst, aber keiner hat es mir wirklich gesagt. Ja. Ich weiß, dass mein Schwager ein schwarzer BMW fährt, zum Beispiel. Es müssen also schon Beweise da sein, wie stark ist die Empfangswille. Und wenn ihr jetzt meine Rezessionen zum Beispiel lest, seht ihr, wie genau die Vorausgegangenen oft sich beschreiben. Es ist nicht immer so in Kontakten, dass das durchkommt, was man erwartet. Das kann passieren, hatte ich jetzt vor kurzem auch, wo eine Dame da war und auf einmal erwähnte die Großmutter, es war eine Großmutter, die im Kontakt war, Ketten, Perleketten, Bernsteinketten, und die waren so wichtig für sie. Perlenketten, Bernsteinketten. Und sie sagt, sie hat vorher noch gedacht, Oma, wenn du es bist, dann gib das durch. Und sie hat es wirklich durchgegeben. Aber ich kann als Medium darauf keine Garantie geben, weil ich keinen Einfluss darauf habe, was kommt und was nicht kommt. Das kann kein seriöses Medium. Aber vielleicht kommt nicht das durch, was du erwartest. Aber vielleicht kommen ganz andere tolle Sachen durch. Sei da offen. Sei da einfach offen. Also, es ist immer wichtig zu schauen, ja, gehst du in Resonanz damit? Und wie stark ist die Antenne von dem Medium? Und wie gesagt, das kannst du kannst das nicht erlernen, du kannst die Stärke nicht erlernen. Wenn du einen miesen Empfang hast, hast du einen miesen Empfang. Dann kannst du versuchen, in dem Rauschen noch was rauszuhören, aber das wird immer ungenau sein. Ja, das wird immer ungenau sein. Und deswegen sage ich auch, du kannst Medialität oder Medium nicht lernen. Das ist in dir angelegt. Du kannst es ein Stück weit ausbauen, so weit, wie du es verstehst. Dann gibt es welche, die haben bessere Anbindungen. Da ist die Empfangsanlage stärker, die hören genauer. Und dann kannst du das auch noch feiner ausbauen. Versteht ihr, was ich meine? Aber trotzdem nochmal, mir ist es wichtig, ich bin nichts Besseres. Vielleicht bin ich viel unerfahrener wie du, der gerade zuschaut. Du hast viel schlimmere Wege oder viel mehr Herausforderungen gehabt, weißt viel mehr vom Leben als ich. Ich kann halt auf dieses universelle Wissen der geistigen Welt zugreifen, dadurch, dass ich so eine gute Anbindung habe, die mir mitgegeben worden ist von klein auf. Ja. Auch ich muss üben, natürlich, das habe ich ja gesagt. Ja, Mozart hat auch ein total geniales Musiktalent mitbekommen, aber auch er musste üben. Aber hätte er nicht diese unglaubliche Anlage gehabt, und ich bin mir überzeugt, dass er angebunden war an die geistige Welt und von dort auch gewisse Musikstücke empfangen hat, umgesetzt hat, also eine sehr gute Anlage hatte, gute Antennen. Aber wenn der nicht so viel geübt hätte, hätte der auch nicht das vollbringen können. Also es muss schon ausgebaut werden, ein Stück weit, wenn man das will. Das ist schon klar. Es ist wichtig für mich, dass ich euch immer wieder sage, die geistige Welt ist ein wundervoller Ort. Es mangelt uns an nichts, es fehlt uns dort an nichts. Es ist einfach nur wunderschön. Ein Ort der Magie, wie dieses Winter Wonderland heute. Und ich bin ein Teil davon. Wir sind alle ein Teil davon. Wir sind alle eins. Wir sind alle miteinander verbunden. Das dürfen wir. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Wir sollten mit Liebe aufeinander zugehen. Wir sollten fröhlich miteinander umgehen. Wir sollten das Verbindende suchen. Wir sollten gemeinsam miteinander, voneinander partizipieren, so wie ich von dem Wissen aus der geistigen Welt partizipieren darf, um es euch weiterzugeben. Das ist meine Aufgabe hier. So sehe ich das. Es ist nicht meine Aufgabe, euch zu überzeugen, dass ich Kontakt ins Jenseits habe. Das muss jeder selbst entscheiden. Meine Aufgabe ist es, euch zu zeigen, dass es ein Leben nach dem Leben gibt, dass eure Liebsten bei euch sind, dass sie euch nicht verloren gehen, dass wir alle eines Tages dorthin zurückkehren, dass wir uns wiedersehen, dass wir keine Angst haben müssen davor, dass es ein Grund zur Freude ist. Das ist meine Aufgabe und die gehe ich mit vollem Herzen, der gehe ich mit vollem Herzen und ganzer Seele nach. Ihr Lieben, das waren jetzt viele Worte an einem wunderbaren Ort. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Schreibt mir eure Meinung dazu. Wenn ich Zeit habe, antworte ich. Nicht böse sein, wenn es nicht klappt. Ich habe so viele Anfragen. Abonniert den Kanal, wenn ihr möchtet, da verpasst ihr auch kein Video mehr und wir tragen das in die Welt hinaus.
Es wird mir angezeigt, umso mehr ihr liked und kommentiert und es teilt, umso mehr kann dieses Wissen verbreitet werden. Und es gibt so viel Unwissen, gerade was die geistige Welt betrifft. So viel Unwissen und so viele Unwahrheiten, die nicht stimmig sind. Und wie gesagt, aufgrund von tausenden gegebenen Jenseitskontakten, die ganz exakt waren, kann ich viel Wissen weitergeben. Darf ich das? Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht wart ihr auch draußen. Wenn nicht, tut das noch. Tut euch was Gutes. Herzlichst, eure Cynthia. Ciao.